Kampfzwerg. Es gibt eine Gruppe und dann gibt's halt Janni und die sind halt so gegeneinander. Mit zu die Schulter weh. Mein Knie tut weh. Wie Influencer so eine Situation regeln würden. Und deswegen habe ich eine Kooperation mit Flasti Plus. Vielen Dank fürs Kochen. Gerne. 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 Wieso auch immer, aber gerne. Daniel G. Punkt. Maurice schaut irgendwie aus wie Johnny Depp in Kurzhaar. Ich mach uns mal eine Tüte. Perfekt. Ein Sack halten, weil ich hier jeden Shit mitmach. Oh yeah, sexy boy. Alex, jetzt mach mal bitte! Ah, mein Hals. Falls ich mich etwas krank anhöre, ja, meine Nase ist verstopft, mein Hals ist irgendwie heiser. Ich versuch's trotzdem, das Video fertig zu bekommen, damit es morgen online gehen kann. Servus Leute und herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 von der Bachelorette. Diese Folge wird zum Glück etwas entspannter, ich muss mich nicht so aufregen, ich muss nicht so sehr schreien. Deswegen würde ich sagen, fangen wir an mit der ersten Szene. Viel Spaß beim Anschauen, los geht's! Ich glaube, es ist auch klar, dass der Kampf langsam härter wird. Der Kampf wird härter und es wird später auf jeden Fall auch einen Kampf zwischen den Männern geben in einem Parcours. Bachelorette Melissa sucht auf Kreta nach dem Mann fürs Leben. Like a match to a flame. Es ist jetzt Woche 3. Die Zeit geht echt schnell vorbei, schon Woche 3. Wie viele Wochen gibt's eigentlich? So, das sind wieder alle 15 Kandidaten. Die Namen habe ich mir gemerkt. Nicht. Oh! Ein Brief. Was zusammen! Heute möchte ich mich von euren Kochkünsten überraschen lassen. Saverio, Angelo, Leander und der Typ, der gerade liest, die gehen zum Date. Ich hatte euch ja schon in dem Brief geschrieben, Liebe geht durch den Magen. Ich bin jetzt im Tag gesessen und habe mir gedacht, wenn man dieses Sprichwort mal zu Ende denkt. Liebe geht durch den Magen und am Ende kommt da eigentlich nur Scheiße raus. Man sollte Sprichwörter nicht zu Ende denken, nein. Einmal Antipasti. Liegt alles im Korb bereit? Ja, einmal griechischen Salat. Einfach alles, was drin ist, nehmen. Spaghetti Napoli. Und zusammenrühren. Und Bananenbrot mit Beeren. Ja, da halt einfach Bananen aufs Brot und Beeren drauf und dann servieren. Fertig. Ich gehe immer vom Positiven aus. Immer positiv im Leben. Das kann ich verstehen, das mache ich auch so und ich finde das auch echt gut so. So. Hä? Melissa, meine Liebe. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das sieht voll schön aus. Hätte sie jetzt ein Handy dabei, würde sie jetzt Katsching, Hashtag Food Goals, Hashtag Couple Goals, Hashtag Food. Hashtag folgt mir auf Instagram, Robson_O. Ja, ich esse Spaghetti wie eine Fünfjährige. Ich schneide meine Spaghetti. Ja, und wenn das nicht schon weird genug wäre, bietet Saverio Melissa noch das an. Soll ich sie dir schneiden? Ach je, es ist doch keine Fünfjährige, es ist 24, glaube ich. Sie kann doch wohl ihre Spaghetti alleine schneiden. Schmeckt gut. Gut in diesem Tonfall ist halt der kleine Bro von Scheiße. Muss bei dir alles perfekt sein? Ich gebe mein Bestes und wenn es mir wichtig ist, ja, dann muss es perfekt sein. Dann gebe ich auch alles, obwohl es ein bisschen angeschlagen ist. Vielen Dank fürs Kochen. Gerne. 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 Wieso auch immer, aber gerne. Vielen Dank für deine Zeit. Ach, glaub mir, der Stundenlohn von ihr wird bei mehreren 100 Euro die Stunde liegen. Ja, na, da fängt jetzt langsam an, der Konkurrenzkampf von Melissa. Maurice schaut irgendwie aus wie Johnny Depp in Kurzhaar. Wenn sie so einen Typen braucht, der sich halt dann vor der Kamera eher präsentieren möchte. Die Jungs reden bzw. lästern jetzt über Janni, der durfte nämlich nach dem Gruppendate noch länger bei Melissa bleiben, weil sie sich für ihn entschieden hat. Hab's dann irgendwann auch gemerkt, dass es nicht so real ist. Am Ende, kurz vor der Rosenvergabe, kommen noch mehr Szenen zu Janni und der anderen Gruppe. Eifersucht in der Männervilla. Ja, langsam fängt's an. Zu viele Männer, zu wenige Frauen, nichts zu tun. Ja. Jetzt? Ja. Ich habe sie ein bisschen von hinten in den Arm genommen, nicht, dass sie irgendwie stürzt oder fällt. Er hat sie wie ein dreijähriges Kind an der Hand über einen Schotterweg geführt. Nicht, dass sie stolpert. Och, sie ist keine 3, sie ist 24, sie kann alleine gehen. Es ist ein Schotterweg. Das, was, glaube ich, jedermann tun würde für eine Frau. Nein, wie gesagt, bei einem Schotterweg nicht. Wenn es jetzt eine Schlucht wäre, die 100 Meter tief wäre, dann würde ich schon die Hand halten. Vielleicht ein Sicherungsseil verwenden, aber Schotterweg, nein. Darf es ein Schicksal? Ja. Ich finde, das ist eher Zufall, aber okay. Vielleicht ist sie mein Hafen, keine Ahnung, wo ich einfach ankommen kann und sagen kann, okay. Ja, mit einer Person aus der Berufsschule würde ich jetzt einfach so hart zum Lachen anfangen. Ja, das ist so mit den Häfen und mit dem Kommen, gell? Ah, Punkt. Hm. Weiß nicht, ich stecke nicht in dir. Ach ja, mega lustig wäre es, ein Video zusammen zu machen. Vielleicht kommt ja mal was. Vielleicht, ich frage mal. Also das Date mit Janni hat eine gewisse Leichtigkeit. Eine gewisse Leichtigkeit. Die Bachelorette jetzt mit 0% Fett in der Light-Version. Genießen ohne zuzunehmen. Einfach light.
Und deswegen möchte ich dir jetzt schon eine Rose geben. Mal abgesehen von der Rosenvergabe gerade eben, die Kameras von RTL, die sind ja mal ultra geil. Einfach diese Lowlight-Performance, hinten das Unscharfe. Einfach mega geiles Bild liefern die. Gut, kosten halt auch was. Normalerweise würde ich dir jetzt einen Kuss geben, aber ich weiß nicht, wie lange braucht das jetzt. Ja, aber schön, dass er zumindest Respekt zeigt und sie fragt, beziehungsweise ne, einfach darauf hindeutet, aber es nicht einfach nur Freihaus macht. Love room. Keiner steht auf. Ja, sie wissen, dass Janni zurückkommt und wie ihr seht, es gibt eine Gruppe und dann gibt es halt Janni und die sind halt so gegeneinander. Der hat eine rote Rose. Okay, aber er geht halt auch echt provokant mit der Rose rein, so. Ich hab's die Rose, ich hab ne Rose. Okay, Janni, sortier dich wieder. Ihr seid ja doch keine Bros irgendwo. Alles gut, Bro. Denn als sie die Rose gesehen haben, sind die anderen Jungs jetzt einfach noch viel verärgerter wegen Janni als davor. Bro, Bro, wo ist mein Bro? Mein Bro ist in der Straße 27 und ich sag nur zu ihm Bro Bro und nicht so wie alle Babos zu jedem Typen Bro sagen, weil keine Ahnung. Ein neuer Tag auf Kreta. Die machen ja den ganzen Tag nichts, keine psychischen, keine physischen Aufgaben. Die sitzen da so 15 in einer Villa. Da kann ich schon dann irgendwann verstehen, dass man vielleicht ausrastet. Es ist halt einfach anstrengend. Du hast halt, ein Mensch muss was machen und nicht einfach nur da sitzen und nichts tun. Hallo Jungs. Ich bin gespannt, wer von euch am meisten Ausdauer hat. That's what she said. Naja, mit beim Ausdauer-Date sind... Daniel G. Punkt. Der große Daniel. Der Riese. Daniel aus Österreich. Ja, der Wiener, der anscheinend kein Wiener ist. Eben dann die anderen Daniels und noch 5 andere Jungs. Ja, mir geht's heute so ein bisschen um Kampfgeist, um Durchsetzungsvermögen. Ja, dann schick sie bitte ins Sommerhaus der Stars. Da brauchst du Durchsetzungsvermögen und Nerven wie... Und ich möchte euch natürlich eine kleine Kriegsbemalung aufsetzen. Okay, dann muss ich das wohl auch wieder machen, weil ich ja jeden Shit mitmache. Yeah, sexy boy. Ja, symmetrisch fast. Erste Team ist dann Daniel H. und Moritz. Ja, und sie muss schön die Namen von unten ablesen, weil sie nicht weiß, wer wer ist. Daniel H. und Moritz. Mhm, da, ja. Bring drüber! Das hat irgendwie geklungen wie so ein Pferd, was gerade tot umgefallen ist. Brrr. Ob der Krankenwagen schon da ist, obwohl noch nichts passiert ist, oder ob der Krankenwagen vielleicht doch nur Requisite ist und das Ganze nur geskriptet ist, was später kommen wird? Scheiße, Alter. Das war echt heftig, Alter. Die Jungs spielen im Wohnzimmer mit einem Ball und zufällig wurde halt ein Typ getroffen, der nicht mitspielt. Das macht man nicht. Also das war echt asozial, ganz ehrlich. Boah, ja, es ist so heftig, so einen 5-Gramm-Ball auf die Brille zu bekommen. Alter. Ja, und der Unfall ist schon passiert, nämlich bei einem Sprung über eine Holzwand. Trotz der unaushaltbaren Schmerzen. Daniel ist mit der Ferse auf einen Stein gesprungen und es tut weh. Mir tut die Schulter weh. Mein Knie tut weh. Also ich habe hier Kratzer und hier. Wie Influencer so eine Situation regeln würden. Ich habe hier eine Beule, irgendwas an der Schulter. Hallihallo meine Lieben. Oh, ich habe mich gestern hier verletzt und deswegen habe ich eine Kooperation mit Plasti Plus eingegangen, ja? Ihr bekommt jetzt 50% auf eure gesamte Bestellung, wenn ihr jetzt hier auf den Couponcode Robson geht und ein Pflaster bestellt und abonniert meinen YouTube-Kanal. Ciao, ciao. Mit einem von euch noch den Abend ausklingen lassen. Und zwar mit... Moritz. Echt? Ah, mein Hals. Auf Daniel, das Krankenhaus. Gute Besserung, Daniel. Und gute Besserung meinen Augen, denn die tränen jetzt ein bisschen, sorry. Die Helden lecken ihre Wunden. Und die anderen, die lecken. Nächste Szene. I'm obsessed. Hi. Hello. Auch wieder eine komische Sache, wenn man in einem engen Bademantel auf eine Frau und irgendwie dutzende Kamera- und Tonleute zugeht. Sollen wir reingehen? Sehr gern. Super. Nicht rein, sondern in den Jacuzzi rein. Platsch. Ja. Ja, ich fallen mir selber auch gerade. Es ist einfach so entspannt, einfach mal so eine Serie zu schneiden, anstatt diese Beleidigungsausraste-Formate die ganze Zeit. Ich habe meine Beine über seine gelegt und dann hat er halt mein Bein gestreichelt. Aber nicht vergessen, better safe than sorry und nicht auf die Verhütung vergessen. No more talking, no more bullshit, just breathing. Die einen meditieren und die anderen, die kommen zurück aus dem Krankenhaus, beziehungsweise Daniel kommt zurück.
Arme Sau, ey. Aber Daniels Diagnose? Hinten von der Ferse so ein Dreieck rausgebrochen ist, also mein Fuß ist gebrochen, Alter. Naja, es wird hoffentlich gut gehen. Und nein, das ist kein Witz, es soll gut gehen. Es wird hoffentlich gut gehen einfach. Jetzt ist schon die dritte Nacht der Rosen und... Die Jungsarmee ist schon im Anmarsch oder im Anhumpeln. Es gibt nämlich eine Candy-Party, mit süßen Stecken zum Schlecken. Auf einen schönen Abend. Cheers. Cheers. Hey, machst du uns mal eine Tüte? Perfekt. Ein Sackerl, keine Tüte, ein Sackerl. Ich bin schon so ein kleiner Kampfzwerg. Ich bin schon so ein kleiner Kampfzwerg. Piu, 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 piu. Das soll Melissa darstellen. Dum, 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 dum. Vor der Rosenvergabe können die Jungs natürlich noch mit der Bachelorette reden und Alex will reden, aber... Alex, bevor wir jetzt sprechen, ich muss noch mit jemand anderem ganz dringend sprechen. Hab da was zu thematisieren. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ja, sehr, sehr gerne. Das stört gar nicht. Ich meine, mach, was du willst, dann geh ich halt. Pff. Willst du kurz mit mir sprechen? Natürlich. Schön. Irgendwie sind die Gespräche in der Nacht der Rosen immer so erzwungene Dialoge, wie so am Fließband. Willst du mit mir reden? Willst du mit mir reden? Ja, mit dem will ich noch mehr reden, mit dem will ich weniger reden, da soll noch mehr sein. Ich übergebe dir diese Ich danke Ihnen. Bitte sehr, ich übergebe dir diese wunderschöne Frau. Möchtest du sie annehmen oder sonst gehe ich nochmal, ne? Hast du Geschwister? Mhm, zwei Stück. Vermissen die dich jetzt? Und jetzt kommt einfach die geilste Antwort. Ja, kann ich dir nicht sagen, ich habe ja keinen Kontakt. Es ist einfach so, anstatt zu sagen, ja, vielleicht schon. Ich meine, ich würde auch so antworten, ja, keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Ich habe keinen Kontakt mit denen. Es ist ja einfach so, finde ich gut. Ich bin genauso handylos wie ihr. Du hast schöne Augen. Wow, dieser Themenwechsel. Hast du Geschwister? Du hast schöne Augen. Ja, geh mal ins Bett, ich habe Hunger. Sollen wir mal wieder rüber zu den anderen gehen? Sehr, sehr gern. Ja, ja, das hat sie wieder gut überspielt, dass ich schnell weg will. Ja, weiter geht's. Will jemand noch was sagen? Gerne, was zu sagen hat, ich habe immer was zu erzählen. Ja, und die anderen Jungs finden das jetzt wieder nicht so gut, weil er jetzt wieder mit Melissa redet. Ich meine, why not? Ich fand's uncool, bin ich ehrlich, weil er halt einfach schon safe durch war. Mit safe durch meint er, dass Janni eben schon eine Rose bekommen hat beim letzten Date. Und natürlich bleibt ein fader Beigeschmack, wenn man bedenkt, dass vielleicht andere Charaktere nochmal die Chance gerne genutzt hätten. Aber es war halt so, dass jedermann sich Melissa hätte schnappen können, aber Janni war halt derjenige, der es dann gemacht hat, weil es sonst keiner gemacht hat. Intern brodelt es halt schon langsam bei den Männern. Abkühlen hilft gegen heißes Zeug. Ich würde mich ja jetzt gerne mit Wasser überschütten, aber ich habe jetzt echt keinen Bock, dann aufzuräumen. Ich will lieber liegen gehen. Ich kann einfach dein Gesicht nicht mehr sehen. So richtig eklig und falsch. Ich weiß echt nicht, was in der Villa vorgefallen ist, wieso die Jungs den Janni so hassen. Ja, vielleicht kommt ja noch irgendwann mal eine Auflösung. Jetzt würde ich mich wie immer zurückziehen, mir meine Gedanken machen. Ein bisschen Schnittmagie und sie vergibt direkt die Rosen und zwar an... Moritz, Daniel, Christian, Daniel, Daniel, Sebastian, Leander, Daniel, Patrick. Die letzte Rose des Abends. Angelo. Alle Daniels sind durch und eine Runde weiter. Ach, das wird noch was. Und diese Herren, die sind raus. Von den anderen würde ich mich jetzt gerne verabschieden. Die Klarheit ist, dass... Tschüss, mach's gut. Wie die vier Typen heißen, keine Ahnung, aber ihr habt ja die Bilder gesehen, ihr könnt sie jetzt irgendwie zuordnen. Und nächste Woche bei Die Bachelorette. Oh, man munkelt Übernachtungsdate. Oh mein Gott. Und man munkelt, dass wenn ihr auf diesen roten Abo-Button hier klickt, ihr die Videos immer wieder vorgeschlagen bekommt, was natürlich sehr cool ist und ihr mich unterstützt, was natürlich noch viel besser ist. Hier könnt ihr gerne noch zwei weitere Videos reinschauen, auch Sommerhaus der Stars, wenn ihr ein bisschen mehr Action wollt. Unten könnt ihr sehr gerne einen Kommentar und einen Daumen da lassen, um das Video zu bewerten. Ich gehe mich jetzt hinlegen, bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao. Oh, die Nase, hey.